Nun zum heutigen Video werde ich euch erklären, wie man die Grenzen eines Konfidenzintervalls mit Hilfe der Formelsammlung und mit Hilfe von GeoGebra berechnet. Dazu schauen wir uns ein ehemaliges Reifeprüfungsbeispiel mit dem Titel Sonntagsfrage an, das ihr unter Aufgabenpool.at Mathematik mit der Nummer 1-733 finden könnt. Betrachten wir die Angabe einmal etwas genauer. Hier geht es darum, dass man die sogenannte Sonntagsfrage in der Meinungsforschung, welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Wahlen wären, beantwortet. In diesem Fall sagt die Angabe, dass 234 von 1000 befragten Personen angegeben haben, Partei A zu wählen. Und bei der kommenden Wahl haben 29,5% tatsächlich diese Partei gewählt. Schauen wir uns zunächst einmal die sogenannte Aufgabenstellung an. Und zwar ist gefragt, ermitteln Sie auf Basis dieses Umfrageergebnisses ein symmetrisches 95% Konfidenzintervall für den unbekannten Stimmenanteil der Partei A. Und danach soll noch überprüft werden, ob der tatsächliche Stimmenanteil in diesem Intervall enthalten ist. Beginnen wir mal damit, was ist gemeint mit einem symmetrischen Konfidenzintervall? Vor der Wahl bei der Meinungsumfrage wurde eine bestimmte relative Häufigkeit H ermittelt. Ein symmetrisches Intervall hat jetzt eine Obergrenze H plus C und eine Untergrenze H minus C. Die Breite dieses Intervalls wäre dann 2C. Wir können aber abgekürzt die Untergrenze auch mit A und die Obergrenze mit B bezeichnen und würden dann das Konfidenzintervall A B bekommen. Das bedeutet also, für dieses Beispiel müsst ihr die Untergrenze A und die Obergrenze B berechnen. Schauen wir uns dazu an, was man mit der Formelsammlung anfangen kann. In der Formelsammlung für die schriftliche Reichweprüfung findet ihr unter Konfidenzintervalle hier eine Formel, mit der ihr die Untergrenze und die Obergrenze berechnen könnt. In diesem Teil hätten wir die Untergrenze A und hier hätten wir die Obergrenze B. Betrachten wir die O-Formel etwas genauer. Ihr seht, wir benötigen einmal die relative Häufigkeit H. Sie kommt in dieser Formel mehrmals vor. Das heißt, schreiben wir heraus, wir benötigen die Häufigkeit H. Weiters ist es nötig, dass wir den sogenannten Stichprobenumfang N kennen. Und hier sage ich gleich dazu, ihr müsst wissen, dass man unter N den Stichprobenumfang verwendet, weil wenn ihr hier schaut, es ist zwar angegeben, was man unter der relativen Häufigkeit versteht, aber in der Formelsammlung steht nicht, dass man unter N den Stichprobenumfang versteht. Weiters seht ihr in der Formel, dass außer N und H noch Z benötigt wird. Und wenn ihr hier schaut, etwas weiter oberhalb, Z bekommt ihr, wenn ihr die entsprechende Wahrscheinlichkeit oder das Signifikanzniveau, das es in der Angabe gibt, euch ansieht. Das heißt, wenn es ein Konfidenzintervall beispielsweise mit 95%iger Sicherheit sein soll, könnt ihr hier in der Formelsammlung den Wert für Z ablesen. Das heißt also, um diese Aufgabe zu lösen, benötigen wir H, N und Z. Und jetzt schauen wir, wie wir das in der Angabe finden können. Zunächst einmal der Stichprobenumfang N. Das ist die Anzahl der Personen, die befragt worden sind. In der Angabe seht ihr hier, dass 1000 befragte Personen vorhanden waren. Das heißt, unser N ist 1000. Von diesen 1000 Personen haben 234 angegeben, die Partei A wählen zu wollen. Das bedeutet, die relative Häufigkeit wäre 234 von 1000 Personen, also 0,234. Wir haben jetzt N, wir haben H, für unsere Formel benötigen wir jetzt noch Z. Für das Z benötigen wir die Sicherheit. Die Sicherheit ist hier mit einem 95%igen Konfidenzintervall gegeben. Ich blende jetzt noch einmal die Formelsammlung ein.
Und ihr seht hier schon rot gekennzeichnet, dass zu einer 95%igen Sicherheit ein Z von 1,96 gehört. Z ist also 1,96. Und damit haben wir alle nötigen Angaben. Was fehlt, ist jetzt nur noch in die Formel in der Formelsammlung einzusetzen. Das bedeutet, die Untergrenze a ist h minus z mal die Wurzel aus h mal 1 minus h durch n. Für h setzen wir 0,234 ein. Für das z 1,96. 0,234 mal 0,766, macht das Wurzelzeichen ein bisschen größer, und das n in der Formel wäre 1000. Wenn ihr das mit dem Taschenrechner ausrechnet, kommt euch eine Untergrenze von gerundet 0,208 heraus. Die Obergrenze b unterscheidet sich jetzt nur durch das Rechenzeichen. Das heißt, anstelle des Minus haben wir ein Plus. Wir setzen also in die Formel mit einem Plus ein und bekommen mit denselben Zahlenwerten wie vorher eine Obergrenze von rund 0,26. Unser Konfidenzintervall hat also die Untergrenze, ich runde auf zwei Dezimalen, von 0,21 und 0,26. Das bedeutet, ausgehend von der Meinungsumfrage, geht man davon aus, dass zwischen 21 und 26% der Wahlberechtigten am kommenden Sonntag Partei A wählen werden. Betrachten wir jetzt noch einmal die Zusatzfrage in der Angabe. Hier steht, geben Sie an, ob der tatsächliche Anteil in diesem Intervall enthalten ist. Nun, der tatsächliche Anteil waren 29,5% und dieser Anteil ist in dem Intervall nicht enthalten gewesen. Wir haben also ein Konfidenzintervall, das das tatsächliche Wahlergebnis nicht überdeckt. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man dieses Beispiel mit Hilfe von GeoGebra lösen kann. Dazu öffnet ihr in der Ansicht zunächst das CAS-Programm. Dann gebt ihr den Gauss-Anteilschätzer ein. Nach den ersten Buchstaben erscheint es schon. Wir benötigen die Auswahl Gauss-Anteilschätzer, Stichprobenanteil, Stichprobengröße und Signifikanzniveau. Der Stichprobenanteil war in unserem Beispiel 0,234. Bitte achtet darauf, dass ihr das Komma als Punkt und nicht als Beistrich eingibt. Die Stichprobengröße waren die 1000 Personen, die in dieser Umfrage befragt wurden. Und unter dem Signifikanzniveau versteht man die Sicherheit, das Gamma von 0,95. Ihr erhaltet hier ein Konfidenzintervall, die Obergrenze und die Untergrenze. Wenn ihr eine andere Anzahl von Dezimalstellen wollt, dann geht ihr in die Einstellungen und könnt beispielsweise eingeben, dass auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Dann erhaltet ihr das Intervall in der Form, in der wir es auch berechnet haben, mit 0,21 als Untergrenze und 0,26 als Obergrenze. Ihr seht also, dass es in GeoGebra eine wirklich einfache und schnelle Berechnungsmethode für die Konfidenzintervallgrenzen gibt.